Da irgendwo ist das. Wie Windether Quellquest. Hauptsache, ihr kommt voran. Ich würde hier nämlich gerne auch als nächstes fliegen können. Okay. Freue mich, wenn ich überall fliegen kann. Wieder zurück, Marsch. Das ist unfair, dass man immer erst am Ende fliegen kann. Alter. Die Quest zieht sich aber. Ich sehe schon, wir müssen kämpfen. Flauschi. Ah ja. Hallo Flauschi. Und Windetherquelle. Sehr schön. Oh Gott. Es tut mir leid. Gerade wünschte ich, wir würden zu irgendeiner Inni kommen. Einfach nur, damit ich wach werde. Weil dieses Hin und Her galoppiert, ist halt gerade echt minimal einschläfernd.
ein Froschen! Die würden mich gerade auch nicht wach halten. Die würden mich auch nicht wach halten. Hallo Iron! Die Durchblutung. Ey, so oft wie ich heute schon hoch und runter gelaufen bin, nein. Ich war ja auch schon mit dem Hund draußen. Vorhin. Vor 2 Stunden, glaube ich. Den habe ich nicht für den Charakter, Kaya. Den Senior Kaktor habe ich nicht für den. Und den echt mache ich den garantiert nicht nach. Hier meine ich den Charakter. Aber ich! Ich mach doch nicht diesen komischen Tanz! Hier. Den finde ich ja für die Charaktere schon peinlich. Den mach ich doch nicht nach. Um Gottes Willen. Niemals nie. Niemals nie. Komm grad von Arbeit, was geht? Sehr viel Final Fantasy. Nein, ich muss munter werden. Ich trinke ja schon Energy. Aber ich habe nur die Nacht für 3 Stunden geschlafen. Das, ja. Ist etwas schwierig mit dem Wachwerden. Ich habe die Hoffnung auf eine Inni. Wie wär's mit Eden Savage? Bist du. Nee. Ich mag garantiert nicht Eden Savage. Also garantiert nicht. Kriege Eden so schon nicht hin. Sag nur Eisplattform. Du meinst aber hoffentlich nicht die Lalas als Kartoffeln. Die hau ich nicht. Das Logistikon Alpha ist vor allem für die atmosphärischen Verhältnisse und die Balance der Biosphäre des Labyrinthos verantwortlich. Es würde vielleicht auch einfacher gehen, wenn sie hier nicht einfach so elendig lange Fachbegriffe mit reinschmeißen würden, die kein Schwein aussprechen kann, wo du erstmal 3 Stunden überlegen musst, okay, warte, wie heißt das? Wie muss ich es aussprechen? Und um hinterher festzustellen, oh scheiße, wird ja doch ganz anders ausgesprochen. Das würde es manches vielleicht einfacher machen. Oder halt nicht diese elendig langen. So und so funktioniert die Mechanik, so und so funktioniert das und das. Und du denkst, was interessiert mich, wie ein Brunnen funktioniert beispielsweise. Das ist, als wenn ich in einem Buch lese und die 30 Stunden lang einen einzigen Grashalm beschreiben. Ist genauso langweilig. Ich weiß nicht, Schalajan ist halt echt so mega öd. Es ist wunderschön gestaltet. Es gibt doch interessante Charaktere. Aber die Hauptstory drumherum ist so öde. Es sieht sich einfach nur. Es sieht sich echt einfach. In dem Grundwasser hochgepumpt und als Wasserdampf wieder freigesetzt wird, werden hier beispielsweise künstliche Wolken und Regen erschaffen oder die Temperatur reguliert. Was interessiert mich das? Das sind nur eine von vielen Funktionen dieser Einrichtungen. Es kann die Luftfeuchtigkeit und andere Parameter auf vielerlei Weise manipulieren, um optimale Bedingungen zur Lagerung der gesamten Materialien zu schaffen. Das interessiert kein Schwein!
Ich weiß nicht. Nee. Nein. Das wusstest du alles? Und ich komme hier an und staune wie bei einem Ausflug ins Museum. Hm. Vater hat mich als Kind einmal mit hergebracht und mir das eine oder andere erklärt. Das weißt du noch? Moment mal, das höre ich zum ersten Mal. Wieso hat mich denn da niemand gefragt? Du bist ein Mädchen? Na, weil du mit Großvater andernorts unterwegs warst. Sonst hätte Vater dich sicher mitgenommen. Am Abend zuvor hatten wir darüber gesprochen, wie Wolken entstehen. Da schlug er mir vor, es mich mit eigenen Augen sehen zu lassen. Ich weiß noch, wie beeindruckt ich war, als er mir all die Apparaturen hier zeigte. Das größte Gefüge der Natur ist ein einzigartiges Zusammenspiel von Elementen, für deren Gleichgewicht stets gesorgt sein muss. Nur die wenigsten schenken solch wunderbaren Geheimnissen des Lebens ihre Anerkennung. Als ich sah, welche Anstrengungen die Luporit unternehmen, um Mare Lamentorum bewohnbar zu machen, wurde mir abermals ins Gedächtnis gerufen, dass dieses Gleichgewicht keine Selbstverständlichkeit ist. Im Zweck und Beschaffenheit sind der Mond und das Labyrinthos sich ein ähnlicher, als man ahnt. Mit diesen Orten schuf man aus einstmal toten Gestein neuen Lebensraum, die dem Fortbestehen von Ätheris dienen. Wahre Worte. Ja, haben wir gelauscht. Seit der Prophezeiung Hyalins werden keine noch so beschwerlichen Mühen gescheut, Lebensgüter und Materialien für den sicheren Transport auf dem Mond vorzubereiten. Zugleich dient die Anlage auch anderen Zwecken. Sie ist ein weiträumiges Testgelände, auf dem neue Technologien entwickelt und schwierige Umweltbedingungen nachgestellt werden können. Uns war natürlich bewusst, dass unsere Helfer auf dem Mond dafür Sorge tragen werden, dort eine habitale Umgebung zu schaffen. Dennoch hielten wir es für wichtig, eine Vorrichtung zu besitzen, die den reibungslosen Ablauf des Exodus garantieren. Wohlan, wenn vorerst alle Fragen geklärt sind, setzen wir unseren Weg fort. Ich habe die notwendigen Genehmigungen für das Betreten des Zentralzirkels eingeholt. Alle wesentlichen Forschungen zur Vorbereitung des Exodus, einschließlich des Baus der Rettung selbst, finden an diesem Ort statt. Er ist von elementarer Bedeutung für das gesamte Projekt. Oh Gott. Dementsprechend ist das Betreten Unbefugter für gewöhnlich strengstens untersagt. Euch wurde es lediglich aufgrund der Abstimmung des Rates gewährt. Der Bund dankt dem Rat für sein Vertrauen und ist sich der großen Verantwortung bewusst. Darum besorgt. Wir werden alles tun, um ihr gerecht zu werden. Oh, nehmt mal irgendwas, damit das nicht so langatmig ist. Nun denn, so folgt mir und lasst uns den Aufzug in die unteren Ebenen nehmen. Krieg ich wenigstens dann meine Windätherquellen. Lass mich doch wenigstens fliegen. Frei wie ein Vogel und so. Wenn er versteht. Ich finde es halt echt uninteressant, wenn bei mir beschrieben wird, wie das Wasser hochgepumpt wird. Wir sind unten. Es gibt da wahrscheinlich mindestens noch eine Ebene. Wenn nicht sogar zwei. Können wir einfach mal auf den. Die Arbeiten am Ätherantrieb werden südlich von hier in Kokols Schmiede durchgeführt. Inhaber der Schmiede und zugleich Hauptverantwortlicher für diese Aufgabe ist der gleichnamige Ingenieur Kokul Denkul. Ich werde euch zu ihm bringen und ihm die Situation erläutern. Alles weitere hängt ganz von seiner fachmännischen Beurteilung eures Hilfsangebots ab. Ja, geiler Name. So, Windätherquellen. Nordwest. Das ist so meine Ansage. Wahrscheinlich kommen wir eh wieder nicht hin. Vermute ich jetzt einfach mal. Nordwest. Das wäre für mich hier.
Da, ich sehe sie. Weiter Nordwest. Ja, sie wissen zwar da, aber Pump und so. Kleinschalayan. Kann ich mich hier schon harmonisieren? No, er trinkt. Zumindest sieht das Ganze danach aus. Er trinkt bestimmt. Oder sein Besitzer versucht ihn zu ertränken. So, 79. Ist auch wieder irgendwo hier in der Ecke. Okay, nee, jetzt Richtung Norden. Wahrscheinlich dahinter. Hier Richtung Westen. Nordwest. Schauen wir mal. Nein. Und dann, okay, dann ist es halt wirklich direkt da. Oder auf der anderen Seite. Drin kann es eigentlich nicht sein. Südwest geht aber auch noch was lang. Da hinten. Ja, Mensch, schauen wir doch beide alle.
Nordost. Okay, Nordost könnte das halt sein. Oder halt unten. Naja. Dann erstmal wieder ein bisschen Story. Das sind dann noch 6. Die letzte kriegt man ja einfach so. 6 Windätherquellen. Eine vermute ich halt echt noch da oben. Der Rest wird dann hier irgendwo sein. Südwest. Ja, da unten wird mindestens noch eine sein. Oder es ist halt wirklich da. Da hat er auch noch eine Möglichkeit. Da oben. Einfach mal so ein kompletter Kreis. 5 Windätherquellen. Und noch weiter in den Westen. Dann schauen wir einfach. Irgendwo hier soll eine Windätherquelle sein. Da. Ja, Richtung Norden, das wird dann wirklich die sein. Das ist aber mies. Nein, da wollte ich nicht hin. Das ist so kurz davor, hier fliegen zu können. Wo ist denn eine Drehte noch? Oh.
Die sind jetzt einmal im Kreis geritten quasi. Oh je. Der ist wieder zurück. Das habe ich jetzt nicht ganz bedacht, aber egal. Und sie sehen, kommen, dann müssen wir gleich einmal nochmal komplett um den ganzen Kreis rum. Haben wir das hier einfach erstmal vorweggenommen. So. Dann brauchen wir sie nicht mehr festhalten. Also wenn sie nochmal große Ereignisse anbahnen sollten, gehe ich vorher auf jeden Fall nochmal aufs Klo. Wie gesagt, ich mache vielleicht noch so ein bis zwei Stunden mal jetzt noch. Je nachdem, wie gut es läuft. Der Story. Wenn es sich weiter so hinzieht, dann bleibt es bei einer Stunde. Wenn es wieder spannend werden sollte, dann zwei. Und sofern die Müdigkeit natürlich nicht so gut ist. Hallöchen. Liegt es vielleicht an der Kabelführung? Nein, nein, lieber nicht mehr dran rumfummeln. Verdammt noch eins! Wir sollten schon längst am anderen Ende des Universums sein. Meister Kokol, bitte verzeiht die Störung. Fourchenot, was ist? Und was sollen die ganzen Leute hier? Sag bloß, das ist schon die erste Fuhre. Am Flugplan hat sich nichts geändert, auch wenn uns die Zeit davonläuft. Heute will ich dir eine Gruppe Individuen vorstellen, die auf Geheiß des Rates bei der Verbesserung des Ätherantriebs helfen sollen. Was meint ihr denn jetzt bitte mit Individuen? Kann er uns nicht richtig vorstellen? Helfen sollen sie? So, so. Die habe ich ja noch nie gesehen. Einige von ihnen sind Exegeten. Niemand von ihnen ist jedoch auf dein Fachgebiet spezialisiert. Trotz alledem glauben sie, den lang ersehnten Durchbruch erreichen zu können. Zögere aber nicht, sie deiner Werkstatt zu verweisen, sollten sie dich zu sehr bei der Arbeit stören. Soweit werden wir es nicht kommen lassen, das versichere ich euch. Würdet ihr uns etwas zu besagtem Ätherantrieb erzählen? Sicher, sicher. Ich sollte ohnehin eine Pause machen. Also, der Ätherantrieb unserer Arche soll, wie sein Name schon mehr als deutlich verrät, puren Äther in Schubkraft konvertieren. Diese brauchen wir, um im Weltall überhaupt ordentlich von der Stelle zu kommen. Unser eigener Planet mag reich an Äther sein, aber das All ist es nicht. Trotzdem muss die Rettung zuverlässig zwischen hier und dem Mond hin und her fliegen können. Und das ist des Kobalos Kern. Meinen Berechnungen zufolge müssen wir die ätherische Leitfähigkeit um 6% steigern. Nur so können wir die vom Rat verlangte Zahl der Rundflüge in der uns verbleibenden Zeit bewerkstelligen. Nur 6%, sagt ihr jetzt vielleicht, aber ich sage ganze 6%. Sowohl das verbaute Material als auch der strukturelle Aufbau des Antriebs sind bereits bis auf das Äußerste optimiert. Woher sollen wir also noch diese verflixten 6% nehmen?
Habt ihr die Loporit bereits um Rat gefragt? Haben wir. Oh, echt? Die Ingenieure haben sich der Sache angenommen, aber selbst sie meinten, dass die Lösung dieses Problems einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Zeit, die wir nicht haben. Die Arche der Loporit, sprich der Mond, hat einen weitaus leistungsstärkeren Antrieb und trifft damit gar nicht erst auf derartige Schwierigkeiten. Diese Schubkraft erreicht sie allerdings auch nur, weil besagter Antrieb das komplette Innere des Mondes ausfüllt. Diese Technologie auf unsere Winz-Arche zu münzen, wie sie die Rettung bezeichnen, gestaltet sich wohl als äußerst schwierig. Es ist zum Verzweifeln. Kein Ansatz scheint auch nur annähernd erfolgversprechend. Hey, ihr! Wenn ihr wirklich helfen wollt, dann organisiert mir Edeladamantit. Edeladamantit? Das der Alaga? Kannst du mir gern zeigen, Luna? Weißt du etwas darüber, Raha? Hey, kann ich da dann nämlich auch nochmal kurz aufs Klo gehen? Bekannt. Dann ziehen wir die letzten ein bis zwei Stunden noch durch. Kaiserreich erschaffen. Allerdings hielt man seine Herstellungsmethode streng unter Verschluss. Ich kann aber kurz Luft schnappen. Verborgenes Metall genannt wurde. Es ist nicht nur in Teilen Dalamuts zu finden. Diverse Aufzeichnungen sprechen auch davon, dass es eine Schlüsselrolle bei der Erschließung des Alls gespielt hat. Genau, ganz genau das. Edeladamantit, gegossen aus geheimnisvollen metallurgischen Künsten, die gemeinsam mit den Alagern unwiederbringlich verschwunden sind. Seine ätherische Leitfähigkeit ist phänomenal und stellt alles Vergleichbare in den Schatten. In unserem Ätherantrieb selbst habe ich eine winzige Menge dieses Wundermetalls verbaut. Wir sind im Nordmeer zufällig über ein Stück von Dalamut gestolpert und haben es natürlich sofort an Land gezogen. Seit der 7. Katastrophe hat dieser Schatz unentdeckt in den Tiefen geschlummert. Wenn wir noch mehr davon in die Finger bekämen, tja, dann sehen 6% plötzlich überhaupt nicht mehr wie ein Fiebertraum aus. Dalamut-Splitter sind quer über Eosea verteilt. Die sollten sich doch mühelos aufspüren und bergen lassen. Natürlich haben wir schon unsere Klauber darauf angesetzt, ja. Aber Edeladamantit wurde nur in sehr spezifischen Teilen Dalamuts verwendet. Ja, toll. In dem gigantischen Motor der Verkeilungsschiffe vom Typ Ragnarök nämlich, der wie ein Stachel aus ihnen herausragt. Doch an den Teil mit dem Edeladamantit gelangt man laut unserer Nachforschung nur, wenn man sich durch das Innere eines dieser Schiffe schlägt. Und das ist mit unzähligen Abwehrmechanismen gespickt. Lass mich raten, wir müssen in ein solches rein. Selbst die talentiertesten Klauber laufen durchaus Gefahr, sich an einem derartigen Unterfangen die Zähne auszubeißen. Klingt wie der Ort, an dem wir uns mit Bahamut angelegt haben, findest du nicht? Ein wenig. Vor allem, irgendjemand wird sich schon finden. Wir machen's nicht. Die Herausforderung, der du dich nicht sofort stellen willst, muss erst noch gefunden werden, was? Yep. Allein in Eorzea wissen wir um mehrere Splitter Dalamuts, die in Frage kommen. Wenn wir so viel Edeladamantit wie möglich bergen wollen, wäre es nicht zielführend, uns einfach nur aufzuteilen. Nein. Tankred, als du Garlemald ausgekundschaftet hast, da hast du doch eine Kontaktperle benutzt, um dich mit der Leitung des Elsabad-Chors austauschen zu können, oder nicht? Ist die Verbindung noch aktiv? Oh. Ist sie. Hier, tob dich aus. Schleppt er natürlich auch immer noch mit sich rum. Als wenn er gewusst hätte, dass man es noch braucht. Du vor? Ein jeder muss beim Holzsammeln helfen. Nur so kann das Feuer groß genug werden, um die Kälte des Schneesturms zu vertreiben und die Finsternis der Nacht fernzuhalten. Hier ist Alfino, hört ihr mich? Der Bund der Morgenröte hätte ein Anliegen an euch.
verstanden. Ich werde umgehend Großmeister Emmerich kontaktieren und ihn eine Bergungseinheit zu den Dalamut-Resten in Carters schicken lassen. Lass mich mit! Ridania nimmt sich der Sache ebenfalls an. Ich will schon immer. Meine Schwestern tun derzeit ihr Möglichstes, die Auswüchse des Untergangs im Zaum zu halten. So werde ich schon mal die Expedition leiten. Ich bin fast Schnappatmung. Perfekt, der schmacht mein Ja. Oh, hör auf. Etwas aus dem höchst seltenen Metall herzustellen lohnt sich nur dann, wenn eine große Menge Äther geleitet oder gespeichert werden muss. Ich finde den Kerl halt echt verdammt schnuckelig. Lasst mich. Die Kaiserreich überdauert haben, sind nun wahrscheinlich in den Händen extravaganter Sammler oder hochspezialisierter Magiekundiger. Ich kündige auch schon mal an, dass wir irgendwann nicht unbedingt hier nach. Irgendwann spielen wir die komplette Story nochmal, ne? Mit der östlichen Allianz besprechen. Mit vereinten Kräften werden wir sicherlich fündig. Schön, kenn ich doch. Echt? Welche denn? Es finden sich zwar keine Splitter Dalamuts in unseren Landen, aber helfende Hände haben wir zuhauf. Meister Kukol, aber auch nur irgendwann. Irgendetwas aus Otard? Was? Sogar der ferne Osten steht uns bei? Sag noch mal Bescheid, wen du genau meinst. Na, in dem Fall brauche ich... Ich kenne mich tatsächlich mehr. Ich schätze, ihr wisst schon, ihre heiligen Insignien. Diese Schätze sind darauf ausgelegt, die massiven Kater. Ah, Graha! In sich zu bündeln und bei Bedarf auch wieder freizusetzen. Ja, die Stimme kenne ich tatsächlich auch irgendwoher. Antriebs wären sie ein Segen. Also, schon vor Final Fantasy kann ich die Stimme irgendwoher. Serena, du hast es sicher gehört. Denkst du, du könntest uns... klingt wieder Zivos Eponia. Stimmt! Nur zu gern. Stimmt. Ich hatte schon befürchtet, im Kampf gegen diesen Untergang gänzlich... Ich weiß nicht, irgendjemand kannte ich noch... Und wenn die Insignien... Ah, aber welcher war das nochmal? So will ich mein Bestes tun, sie euch zu beschaffen. Aber sicher helfen wir euch. Schließlich versteht sich niemand... Wer war das denn nochmal, den ich auch kannte? Und uns jucken die Finger nach einer ordentlichen Beutefahrt. Wir schippern dann alles nach Altschale. War das Quintus? Schafft schon mal Platz im Hafen. Hieß der Quintus? Der sich umgebracht hat. Machen wir. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, den kannte ich auch von der Stimme her. Okay, das sagt mir tatsächlich gar nichts. Ich bin beeindruckt. Also die Stimme von Graha kenne ich trotzdem noch irgendwo anders her. Reichlich edel Adamantit gesorgt sein. Gesundheit. Ich habe großes Vertrauen. Das habe ich auch gerade gedacht. Und wir kümmern uns inzwischen um den nächsten Schritt. Wie gesagt, das ist sogar ein großes Versprechen. Irgendwann spielen wir die Story noch einmal. Irgendwann. Nicht zwangsläufig hier nach, aber irgendwann. Dann allerdings mit einer anderen Klasse. Also Rasse. Rasse und andere Main-Klasse. Oh. Ah, Hallöchen. Oh, ein kleines Blubi. Ein Blubbelchen. Es braucht nur ein paar Hilfegesuche mit der Kontaktperle und die halbe Welt schenkt Alfino ihr Vertrauen. Ich verstehe noch nicht mal, wieso. Weißt du, Alfino hat eigentlich nur Scheiße gebaut in den ganzen Wochen vorher. Dann macht er zwei Dinge richtig und alle verneigen sich vor ihm gefühlt. Warum? Das ist ein kleines Kind. Warum nicht an die See? Ich glaube, ich war zwar in der zweiten, aber ich kann nochmal nachgucken. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, in der 2. Sag ich doch ein Kind! Das ist ein Kind! Puh, okay. Es ist inzwischen eine richtige Berühmtheit, was? Ja, leider.
Nun, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Hafen Shadayans von Schiffen nur so wimmelt. Ich werde an die Oberfläche zurückkehren und tun, was ich kann, um alle Zuständigen zu informieren. Irgendwann muss schließlich dafür sorgen, dass die Stadt nicht im Durcheinander versinkt. Außerdem gibt es da jemanden, den ich gern mit einspannen würde. Oh, von wem sprichst du? Betriebsgeheimnis, aber ihr erfahrt es, wenn es soweit ist. Ich überlasse euch die Klärung aller weiteren Angelegenheiten. In Ordnung? Viel Erfolg, Freunde. Wer wird jetzt irgendwo hingeportet? Wer? Wollt da noch nach einer Windäderquelle suchen? Wollt mir die letzte Windäderquelle holen? Danke, Pipin. Es gilt also einerseits Edeladamantit aus den Resten Dalamuts zu bergen und andererseits nach potenten magischen Artefakten der Alaga zu suchen. Hat die eine andere Stimme? Oder habe ich sie einfach nur anders in Erinnerung? Dann versammeln wir unverzüglich jegliche Elite-Stadt. Nee, jetzt klingt sie wieder normal. Und stellen einen Bergungstrupp jetzt, zusammen. Okay, sie klingt wieder normal. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Und der Messingklingen rekrutiert. Klingt gerade nur anders. Papa Shan, bitte setze auch alle Gilden in Kenntnis. Ihre Kooperation ist unabdingbar. Sowohl für die Überwindung der allergischen Abwehr. Und das Ganze ist, jetzt bin ich gerade wieder fit. Für die Bergung des Metalls selbst. Jetzt bin ich tatsächlich gerade wieder fit. Meister Fürgeis? Ich ließ nun gerade euch in den Skorpio-Kreis berufen, weil ich mir die Unterstützung der Eisenscheinsoldaten erhoffe. Ihr werdet mit der Legion der Unsterblichen zusammenarbeiten, um dem Bergungstrupp zur Seite zu stehen und für die Sicherheit an allen Schlüsselstellungen zu sorgen. Selbstverständlich, Eure Majestät. Mein Sohn Zirnberg, Hauptmann der Eisenscheinsoldaten, wird persönlich das Kommando übernehmen. Pipin, du hast deinerseits Befehlsgewalt über den Bergungstrupp. Führe die Streiterinnen und Streiter mit Tisona fest in deiner Hand. Lolorito, euch beauftrage ich mit der Beschaffung Alter. Der arabischen Artefakte. Niemand Sie haben das Lied im Hintergrund schon wieder umgeändert. Und den Handel mit exotischen Stücken so genau wie ihr. Selbstverständlich sollt ihr nicht aus der Güte eures Herzens und aus eigener Tasche heraushandeln. Jegliche Transaktion wird von der Krone vergütet. Lasst also keinerlei Zurückhaltung walten. Ich würde das so gern auf Klavier spielen können. Ich kann aber kein Klavier spielen. Unsere Welt steht am Abgrund einer nie dagewesenen Katastrophe. Eine Bedrohung, der wir allein nicht Herr werden können. Doch wir, die Kinder Eosias, wir haben mindestens 4 verschiedene Versionen von dem ein Lied und jedes klingt einfach mega geil. Jedes. Sie sind uns eine Lektion. Jetzt bin ich wieder wach. Nur Shadayan macht mich so müde jedes Mal. Oder der Energy wirkt endlich. Der Bund der Morgenröte beschwor uns seit jeher zur Einheit. Nun schallt sein Ruf nach Verbündeten durch alle Lande. Und Uldar wird antworten in all ihrer Stärke und Glorie. So erheben wir das Schwert und schlagen auch diese Bedrohung zurück. Dies ist ein Befehl, Sultana Nanamo Ulnamus, 17. Dera von Ul. Widmet euch umgehend euren Pflichten und kämpft. Dass sie mir auf den Tisch haut. Und das für eine Kartoffel. Das war jetzt nicht negativ gemeint. Ich liebe Lalas. Lalas sind toll. Ich habe selber einen Lala. Ne? Nicht falsch verstehen. Ich liebe Lalas. Aber sie bleiben Kartoffeln. Und ich liebe Kartoffeln. So. Alter, muss ich mir jetzt von jedem eine Rede anhören? Ernsthaft? Schlupuri als spielbare Rasse. Ja. Oh, das wäre mega. Ich wäre sofort ein Luporit. Sofort. Die sind einfach so süß. Und hier musst du... Scheiße!
Mano, will aber nicht. Unsere Streitkräfte sind beachtlich, aber stimmt das Verhältnis der Truppen? Heiler haben das Kartoffeln, Pommes gleich mega. Die allergischen Abwehrmechanismen standhalten können. Bislang war diese Aufstellung immer Gridanias Stärke, ohne Frage. Doch zöge sie nun den Kampf unnötig in die Länge. Oh, sehe ich da hier gerade wieder Typi? Dürfen wir uns diesem Kampf anschließen? Für mich sind sie der Inbegriff des Bösen. Sie mal das wissen und keiner weiß woher. Da hast du recht, Blechweiß. Da hast du vollkommen recht. Was macht ihr? Manchmal sind die Lalas echt ein bisschen unheimlich. Nun ja, in Gyrabania gibt es kein Dalamut-Stück mit Verkeilungsschiff. Deswegen sind wir gekommen, um Gyrabania zu unterstützen. Mira war das, die Fritten sagt. Zu Pommes. Außerdem dachte ich, dass ihr einen Frontposten gut gebrauchen könntet. Das ist Mira. Mira mit den Fritten. Es sollte mich unter anderem. Weiß gar nicht, ich glaube, hier hat noch jemand, der Fritten sagt. Hast. Aber du hast den Nagel wahrlich auf den Kopf getroffen. Das kommt mir wie eine Nee, von Mira war das. Aber als Mitglied des Bundes der wie gesagt, noch jemand, aber da bin ich mir nicht sicher. Aber bei Mira auf jeden Fall. Deswegen bin ich mit den hiesigen Truppen und Strategien bestens vertraut. In dem Fall werde ich nicht zögern, dich um Alamigos Unterstützung zu bitten. Rufen wir sofort den Stab zusammen. Fudi ist fertig, bis gleich. Falls du mein Glimm sehen willst. Ich lehne hinter dir an der Wand. Okay, lass es dir schmecken. Ich werde es schon schaukeln. Das verspreche ich dir, Papa Limo. Papa Limo. Oh, ganz ehrlich, ich vermisse Papa Limo. Ich vermisse ihn echt. Alter, wie kann man ein einziges Lied in 30 verschiedenen Versionen machen und alles klingt geil? Das geht doch gar nicht. Das kann man nicht schaffen. Das klingt alles geil. Ob als Chor, ob Kirche, ob... Keine Ahnung. Klingt alles gut. Ich will jetzt auch Pommes. Ich esse nachher auch Pommes. Bruder, was treibst du denn? Es haben sich schon längst alle versammelt. Ich kann den Typen bis heute nicht aussprechen. Na, kommen die Drachen? Oder... Was war das? Ein Drache? Kommen die Drachen zur Hilfe? Das war ein Adler, glaube ich.